3, 2, 1. Das ist es, das Ende aller Tage. Das virtuelle Armageddon. Wir werden heute nicht nur, ja, Nils, du hast schon gewonnen, den ersten Platz unseres vierjährigen Royal Beefs küren, sondern auch viel wichtiger eigentlich als der erste Platz. Wer kriegt den zweiten Platz? Ich oder irgendjemand sonst? Weiß gar nicht, wer da gerade in der Konkurrenz steht. Aber ich werde es wahrscheinlich werden. Und das ist dann eigentlich viel wichtiger, weil dass du Erster bist, wissen wir ja schon, Nils. Ja. Nur eine kurze Verständnisfrage, welchen Platz habe ich gemacht? Ist auch noch nicht sicher, oder? Für dich geht es noch um den vierten oder fünften Platz. Oh ja, der fünfte ist auch noch offen. Ist möglich, ja. Je nachdem, wie du jetzt abschneidest, ja. Genau. Ja, aber für der Vollständigkeit halber, hier nochmal die Punktetafel. So, Frage, das war die Punktetafel. Was passiert denn, wenn jetzt Simon Erster wird, was ja wahrscheinlich ist, und Bulli wird Zweiter? Hey, halt mal auf jetzt mit nee. Dann gleich. Seid ihr ja punktgleich. Ja. Dann muss es ein Entscheidungsmatch geben zwischen den beiden. Oh Gott. Hört mal auf, jetzt schon hier die Favoritenrolle zu verteilen. Ja, es ist ja eine hypothetische Frage. Das ist so, wie du meinen zukünftigen Gewinn jetzt schon schmälerst. Okay. Obwohl du den ersten Platz hast, das ist so gemein. Das ist so unmenschlich und unmoralisch und so Nils. Ja. Okay, für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass trotz absoluter Chancengleichheit Simon einen Platz vor Rudi hat. Einfach mal eine schnelle Drehung mit der Schulter, es ist so verlockend. Bam! Das ist halt der Preis, den du zahlst, wenn du mit fucking Powerstone um die Ecke kommst. Wenn ich Fight Night genommen hätte, dann hättet ihr das auch gemacht. Perfekt, erste Runde war Mario Kart, letzte Runde Powerstone. Also Fight Night, ja, okay. Und Eddie hat auch sein Spiel gekriegt. Haben wir auch schon mal gespielt. Ja, kann man eine Reaktion sehen, wer Fight Night spielt und wer nicht. Ja, du hast Tekken gekriegt, was willst du denn? Oder FIFA. Stimmt, oder was? Die Tekken-Keule. In 15 Disziplinen wird immer die Tekken-Keule ausgeholt. Da habt ihr alle schon mal gespielt. Du hast genauso viel Tekken gespielt wie ich. Ja, aber niemand von uns hat Trials gespielt, oder? Nein. Da sind wir uns alle Das war dem Budi wildfremd, dieses Spiel. Trials? Trialen? Ja, siehst du, und schon wieder hast du den Bonus. Ich wollte eigentlich nur wissen, was passiert, wenn ihr beide jetzt punktgleich seid. Das kann ja wirklich passieren. Also ja, dann müsst ihr eben noch ein finales Match spielen. Aber was für ein Match denn? Ja, Powerstone! Oder wir denken uns noch was aus, ist doch jetzt egal. Ja. Mach den Stick, Stack, Schluck, ist mir auch scheißegal. Es geht um fucking zweiten Platz. Budi nimmt immer Schere. Okay, wir losen jetzt die Gegner. Wir spielen jeder gegen jeden. Und in unserer Beef-Losen-Runde haben wir die Teilnehmer. Und da losen wir jetzt einfach mal, wer anfängt. So. Wir haben gerade schon eigentlich entschieden, dass ich auf jeden Fall dann der Zweite bin. Okay. Was hast du denn da drin, kleine Vor allem wollte ich nicht schälen. Was hast du dazu gemacht? Ich wollte gar nicht. Ja, ich glaube, ja, wir ziehen jetzt die erste Disziplin. Wir spielen eins gegen eins, jeder gegen jeden. Ich bin die Losfee. Ich bin der Vierte, ich darf die Losfee sein. Ja, dann mach doch! Vielleicht ziehst du den vierten Platz. Mit Eddie? Eddie! Ja, du hast Eddie gezogen. Das gibt einen extra Punkt. Also Eddie fängt schon mal an. Aber ja, nicht schon wieder Eddie rein. So, halt mal. Okay. Ich will aber nicht Eddie sein. Oh, das ist spannend. Das ist so spannend. Noch drei. Simon! Eddie! Yeah. Simon, der Platz um... Nicht scheiße! Der Kampf um Platz 3 für mich. Gleich zu Beginn, schlechte Laune. So. Inge, soll ich dich gewinnen lassen? Ah nein, da ist ja mein Score auch unten. Wenn du mich gewinnen lässt, hau ich dir aufs Maul. Das wäre so geil, es wäre die ultimative Demütigung, jetzt nicht gegen ihn zu kämpfen. Und das traue ich mich gar nicht. Ich würde es mich nicht trauen. Dein Augenlid wieder. Ja, wir spielen, weil wir alle sehr japanisch bewandert sind, spielen wir die japanische Version. Das steht jetzt zum Beispiel... Natürlich, die hat ja jeder. Also, hat ja recht. Ja. Ein Match nur, oder was? Also zwei Runden. Ja, zwei gegen eins. Also ein Match, also wie bei Street Fighter. Es gibt zwei Gewinnrunden. Wer zuerst zwei Runden gewinnt. Ja, besser. Zwei in einem Spiel. Also dann zwei Punkte. In einem Match. Ein Kampf mit drei Runden, maximal drei Runden. Round one. Bangtan. Wer ist denn wer so jetzt? Ein latenter Rassismus. Haben wir jetzt beide Bangtan genommen, oder? Nein, Bangtan und er hat Gunrock. Okay, also. Also links. Zur Erklärung, ich bin rechts, der Spieler 2 und Ede ist Spieler 1. Wollen wir jetzt anders hinsetzen, schnell? Nee? Okay. Ist egal. Wer bin ich? Eddie. Du bist der Dicke. Na, Nils, wir können es ja kommentieren. Okay, der Dicke rollt über das Fass, er nimmt das Fass in die Hand, er wirft das Fass kaputt und die springen aneinander vorbei. Oh! Schöne erste Attacke jetzt von Simon hier, da tippelt er auf dem Ding. Und jetzt ruft er mit einem Kasten. Alter, der Kasten saß. Und noch ein. Nimmt er sich noch einen Kasten? Nein. Ey, wie rollt man?
Wie rollt man? Und oh, da kommt die Faust. Ja, da hat er nichts bekommen. Eddie hat den ersten Power Stone, den ersten Diamanten eingesammelt. Drei Stück muss man einsammeln. Wenn man das geschafft hat, gibt es den Super Saiyajin Power Modus. Super Saiyajin! Oh, da hat ihn geklaut. Oh, ich bin voll aufgeregt. Komm ins Feuer gegangen! Schlägt als Feuer! Aber hier, Gunrock hat noch eine Chance, ey. Ja, okay. Eddie hat ja schon zwei Diamanten. Was passiert, wenn Eddie gewinnt? Ich bin außer mir. Nix. Ehre. 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 Er kann wie bei so einem Street Fighter-Ding kann er dann erzählen, dass er aber immer in der letzten Powerstone-Runde gegen Simon gewonnen hat, was viel mehr wert ist. Oh, der haut ihn! Mit einer Eisenstange! Mit einer Eisenstange! Hat man sowas schon gesehen? Oh, alle drei Diamanten sind jetzt offen. Oh, das hat er dann in der Hand da gehabt, da so ein Eisenträger. Oh, das war der Flammenwerfer. Oh. Ey, ich muss aber wirklich sagen, bei dem Spiel hat Skill überhaupt nichts zu sagen, es ist einfach eine Hektik. Hektik und wer am ehesten an irgendwas kommt, was er greifen kann. Immer. Wie lustig, dass wir beide denselben Scheißgedanken hatten. Oh, Pippa. Escape. Ey. Oh, da kommt der hier, der. Nein! Brock. Oh, nein! Alter Schwede. Pippa. Oh. Nein, da hat er sie! Alter. Da hat er sie! Super Skill-O-Mark. Da ist das Ding. Da ist das da Ding. Da wirft er dicke Brocken wie He-Man zu seinen besten Zeiten. Bonds! Hä, hat Simon den gerade abgewehrt? Nee, ich hab ihn. Er hat mich Alter! Alter! Nein! Nein! Da wollte er einfach Simon ja. Was ist das? Oh, er hat oh, oh, nur noch einen kleinen Toucher und Eddie hat die Runde gewonnen. Oh! Oh, jetzt kommt die Bombe! Das kann das Eddie! Yeah. Wenn man diesen Supermodus hat, ist man unverwundbar, oder was? Nein. Wie du gerade gesehen hast, nicht! Ja, wer weiß, vielleicht hat er ja noch eine Nanosekunde vorher. Nein, man ist nur verwundbar, wenn man seinen Super-Special-Move macht. Ja, okay. Danach ist aber auch die Energie rum und ja, ist alles nicht so einfach. Boah, jetzt wollte er zu viel der Big Mobs und der Disse. Hä, wie Disse? Goldene. Autsch. Sternenkrieger, der ihn jetzt zermürbt. Alter, Super, was geht? Oh. Nein! Oh, gerade zu Ende. Ah! Oh, Feuer! Oh, das war doof. Warum? Oh, wie soll ich den denn kriegen? Das ist unmöglich. Das, man kann den nicht kriegen. Alter! Oh! Alter, war das knapp. Oh, Simon vorne. Oh! Kiss in die Fresse! Oh, nicht, ey! Was Alter, machst Kontakt. Du denn? Aber, oh, scheiß Edel, du hast es gut gemacht. So, sag ich. I said it. Du musst doch, was ist denn? Du musst doch die anderen wählen. Nee, wir spielen jetzt ja weiter. Das war nur für die erste. Das war nur die erste, okay, dann spielen wir. Was ist denn hier? Nee, ich spiel gegen Bulli. Was ist denn? Ohne machst du untere. Ja, kannst du gar nicht erwarten, was? Spiel wiederholen. Ach, untere. Was anderes wählen. Und jetzt, Moment. Ja, genau. Der Sus. Alter, mir ging gerade so der Kackstift. Round 2. Also für wenigstens diese Runde will ich einmal noch. Gewinnen, ey. Ey, diese Bombe, ohne Scheiß, diese Bombe, ey. Du wirst sie, ich werde zum super Monster-Kämpfer. Egal. Bombe, ey. Kürzeste Superpower aller Zeiten. Hey, Buddy ist Jack, ich bin Wang Tang. Danke. Okay, Buddy hat jemanden genommen, der leicht zu besiegen ist. Echt? Ehrlich? Ja, ist ein bisschen irre. Der Jack ist ein bisschen schwierig zu steuern. Würde ich mal behaupten. Oh nein. Ja, ich habe halt wirklich nur zwei, drei Runden gespielt. Geht jetzt nicht so? Wichtig ist alles um sich rumwerfen und kicken und schlagen und hochspringen und kicken. Mit Bangtang. Bangtang? Hoch und grün. Ja, genau. Oh, der hat jetzt einen Supermove. Aber. Du Arsch! Du wolltest nicht mehr. Nee, 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 hol ihn dir! Nein! Ja! Das ist ein Deal! So schlecht. Ich kicke auf dich, Mann. Hol die Steine! Nicht. Hol die Steine, Mann! Die sind viel wichtiger. Hey. Oh, ich mach überhaupt nichts. Wuhu! Wuhu! Oh, so schlecht! Hol ihn! Super. Oh nein! Kadut! Kadut zu Loot! Bam-O-Wart! Nice, Budi! Weg! Aua! Doch nicht. Ich komm zurück! Ich schaff das noch! Das könnt ihr ja tatsächlich. Einfach schön hauen jetzt. Viel hauen! Der hat nicht mehr viel. Zwei Schläge. Nicht so special Kick-Kram. Oh. Nicht! Nein! Nein! Wo ist er? Schlag noch. Da ist der hier. Nein! Ja! Sehr gut,
ist das schlecht. Boost, Boost! Muss Zweiter werden jetzt. Nee, nee. Arsch. Komm schon, das wird schon noch. Wird Challenge! Wird alles gut. Es ist spannend. Ja, ja, bleib. Es ist spannend hier im Stadion. Ja, sehr gut. Oh, shit, ey. Nils, du Arsch. Sammel! Oh nein! Perfekt. Alles richtig gemacht. Piu, piu. Mach L und R erst am Ende. Nicht jetzt, Mann! Ja, ich bin ja kein Profi! Spiele lieben. Hast du dir vorher extra erklärt? Okay. Jetzt? Du hast ihm das extra erklärt. Und das Maschinengewehr! Das Maschinengewehr! Oh nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Kleiner, kleiner Mann. Aber merkst du, was ich meine, Budi, gell? Der ist scheiße. Um mein Leben hüpft wie ein Akrobat. Ich kotze! Wirf was auf ihn, schnell jetzt. Zu spät. Ah, oh, wie die beiden aneinander vorbei hüpfen, das macht mich Wahnsinn. Er war bei uns deutlich mehr Skill. Ja, ja, stimmt. Du willst die Versuche dessen. Übrigens hast du deine langen. Wie viele Jahre ist es jetzt? 12 Jahre, 13 Jahre deine Revanche gekriegt? Ja, stimmt. Das letzte Mal, als wir gespielt haben, hast du gewonnen. Und ich war so verzweifelt. Das hat mich richtig. Oh, yes! Es ist so super! Es ist so scheiße! Oh. Oh. Komm nochmal zusammen! Budi ist nicht erster! Puh. Es geht noch weiter, ne? Was soll das nicht? Ihr macht doch jetzt weiter, los! Wer ist der Gewinner gegen Gewinner? Ja, Gewinner gegen Gewinner, hier, so. Ihr seid so scheiße. Round 3. Oh, er hat gesehen, immer krieg ich diese dumme Dreckstage. Hä? Ich krieg die doch auf. Ihr könnt die auswählen. Oh, nee. Ah! Okay. Edis Bangtang und Gunrock ist denn jetzt nur so zur Info. Bombe! Oh! Na, dumm. Da hat er hier schon zwei Diamanten. Da will er die dritte. Dann lässt er die. Oh, das war sehr schön, ey. In der Luft abgeworfen und den dritten geholt. Nicht alles verfeuern! Das ist Dreieck, drückt ja, Y. Jetzt L und R. Genau richtig. Boah. Alter. Oh ja. Die Button meschen einfach auch. Ja. Dumme Bombe eigentlich raus. Ja, ne? Ja. Ne? Ja. Verabschiedest du dich schon vom zweiten Platz? Jetzt gibt's kein Trials, was dich rausholt. Das ist so schlecht. Entscheidungsrunde, StarCraft, das wird dir gefallen. Alter, dein Lachen, ey. Das ist pure Freude. Das, was du als Freude empfindest, nennen andere Kriegsführung. Nee, Folter. Nee. So. Oh, ey. Ja, was gab's denn, wie es mir geht? Eines Tages gibt's ein neues Royal Beef und dann mach ich alles anders. Dann bist du besser als Dritter. Ich spiele mit dem Trials von Anfang bis Ende. Ja, aber dann kann ich's ja üben. Oh, was ist das denn? Wenn du es nicht einen Tag vorher ankündigst. Das könntest du irgendwie jetzt. Was ist jetzt? Das sage ich ja gar nicht. Ja, kommt jetzt. Ja. Mann, er hat den Lisa aber auch schon ordentlich aufs Maul gekriegt hier, ne? Alter, jetzt drei. Ja, ja, gut. Hättest aber noch ein bisschen Alter. Energie ausreizen können. Wie rollt man denn überhaupt auf den Boden? Super! In die Fresse und nochmal und ins Feuer! Warum bist du denn jetzt auf Nils Seite? Ich raff's nicht. Alter, ich dachte eh, der ist Bangtan. Weil so oder so bin ich auf der Seite des guten Spielers. Y. Knapp! Oh! Oh mein Gott! Ah, das war aber echt knapp. Boom! Hä? Nee, dann muss ich gegen Budi noch. Lass die beiden noch zuletzt spielen. Ja, dann mach du noch gegen Budi. Ich kenne doch nichts. Können wir jetzt mal eine andere Stage nicht. Ja, ihr müsst gleich bei der nächsten. Wen nehme ich denn? Ich kenne die doch alle nicht. Egal, ich bin Focker. Der ist wie Bantan. Einfach weiter. Genau, Londo ist schön. Ey, warte mal ganz kurz. Das ist nicht so schön. Warte mal, eine Sekunde, ja. Dann spielst du ja gleich zwei miteinander noch, ne? Wieso? Gegen wen soll ich noch alles spielen? Gegen wen soll ich denn noch alles besiegen? Gegen mich und Budi. Ach, ich habe jetzt einmal gespielt. Und jetzt ist Eddie durch und du hast erst ein Spiel. Ist eigentlich auch blöd. Aber okay, mach was ihr wollt. Round 4. Ja gut, aber du bist ja, das ist nun mal das Problem, wenn einer so gut ist, dass er schon Erster ist ohne Arbeit.
Ach ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Aber nee, eigentlich hättest du gegen Gunn spielen. Aber egal, ist egal, alles egal, alles egal. Bei Edel. Du hast schon 3 Diamanten. Wer ist hier eigentlich wer? Gerade. Der Edel ist Gunrock und Fokker ist Budi. Oh, das ist nix. Das ist nix, sagt er. Ja, super. Gar nicht aufhalten mit irgendwelchen Items. Aua! Ah! Nicht! Oh, wie unfair. Genau. Wenn du wenig hast, immer wer. Piu, 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 mach er. Piu! Nein, er hat sogar getroffen. Oh, jetzt ist es wirklich nur noch ein Schlag oder eine Rakete entfernt. Ja. Ist noch nicht alles vorbei. Wie rollt man denn, Alter? Eigentlich. Das ist doch eine Frage. Ich hab A, ich drück einfach nur A die ganze Zeit. A ist springen. Oh ja. Ich weiß gerade wirklich auch nicht, wie man rollt. Out, Dropkick. Eingehauen. Ey! Das ist ein Schwert. Oh, ah, ist noch ist nichts verloren. Hauen. Ja, ja, sehr gut. Alter. Pio, Mann. Pio, wirf ihm die Bank an den Kopf. Oh. Nein. Nein. Oh, oh shit. Das hätte es echt noch mal sein können. So, ich habe einmal verloren, einmal gewonnen jetzt. Simon, du hast einmal gewonnen. Nils hat bisher zweimal gewonnen. Ah, okay. Tell us about it, man. Weiter geht's, weiter geht's. You can rewatch it. Do it. Round 5. Dem Nils ist das alles egal. Wir nehmen für uns, dann nehmen wir die Kill Bill Stage, Budi. Oh, eine schöne Kill Bill Stage. Was ist das für eine Stage? Die haben wir noch nie gesehen. Die sieht aus. Boah. Eieiei. Simon als roter Fokker. Und jetzt als Wang Tang. Boah. Du schießt auf Beständigkeit, ne? Immer das Gleiche. Ah, shit! Oh nein, in die Feuerdämonen reingeflogen! Was schon wieder? Alter Schwede. Was war das denn? Ich finde, für einen Perfect Wing sollte es einen extra Punkt geben. Alter Schwede. Das ist so. Also, dass das Spiel hier reingekommen ist, ne? Shit! Alter! Shit, ey! Super Battle Modus! Aktiviert! Go! Ihr habt gleich alles verkackt! Egal! Griff! Komm her! Jetzt. Hä? Was hast du gedacht, dass du danach wieder weiterkämpfen kannst, einfach? So läuft es mit den 3 Dingern. Oh, bitte, ey. Es ist der freche Nils. Er springt, weil er es gut kann. Er ist ein guter Sprungakrobat, weil er super gut springen kann! Oh Gott, das wird doch nichts, ey. Ah, alter Schwede, ey, 2-0. Jetzt ist Entscheidungsmatch. Wenn Budi gewinnt, ich muss wie, wenn 2-0 Budi gewinnt. Ich muss 2-0 gewinnen, oder was? Ja. Jetzt rechne mal schnell aus, Nils. Also, warte mal. Budi, wenn Budi 2-0 gewinnt, dann hat Budi 4 Punkte und ein Verhältnis von 4-3. Ist das richtig? Was? Du hast 2-0 verloren gegen mich. Ja. Und gegen Eddie 2-0 gewonnen. Ja. Dann hast du 2-2. Ja. Wenn du 2-0 gewinnst, hast du 4-2, dann sind wir beide punktgleich. Und Simon hat... Da, Kill Bill Stage. Ein Punkt kassiert gegen Eddie, das heißt, wenn du 2-0 gewinnst, sind wir beide Erster. Simon ist Dritter, dann bist du in der Gesamtwertung Zweiter. Du musst 2-0 gewinnen. Do it! Do it! Final Round. Simon ist blau, was auch immer das heißt. Ja, das fängt ja schon mal gut an, alles. Hast du dir gerade auf den Kopf werfen lassen? Ja. Du bist hier ein Versager. Shit, ey! Das ist doch alles Kacke. Oh, Alter, ist das spannend. Schieß ihn mit dem Feuergelump ab. Oh, er ist super!
was auch immer. Wer ist eigentlich wer? Ich bin Hocker. Scheiße! Pass auf, er ist wieder da. Drauf, drauf, drauf! Oh oh. Weg, weg, weg! Hau ihn. Er braucht nur noch ganz wenig. Du machst das. Yes! Alter, den Fuß geschossen! Ja! Oh Gott, Alter, wenn du jetzt muss es gewinnen, jetzt muss es gewinnen. Dann der gesamte Runde zweiter. Scheiß, gehen wir beide zusammen raus und kriegen sein Auto kaputt. Alter, ist das spannend. Dieses Match entscheidet über alles. Das ist alles entscheidende, alles Match. Ich bin dabei. Oh, ist das so doof? Pass auf, er holt sich die Diamanten. Pass auf, er holt sich die Diamanten. Oh nein. Ausweichen. Ausweichmanöver muss aktiviert sein. Alter! Weg da, weg da, weg da! Weg da! Nein! Ja, und hol dir die Diamanten. Oh. Ja, und da oben ist der Gegner. Nein! Komm schon! Nein! Komm schon! Nein! Komm drauf! Oh, gut ausgewichen. Oh nein, jawohl! Oh, oh. Alter, was ist das? Was ist das? Weg, weg, weg! Was ist das? Weg, 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 weg! Vorsicht, der Diamanten, der blaue, den musst du. Oh, ich sag nicht, das ist ungerecht. Nein! Ja, das war ja einnehmen. Oh, das war so knapp. Ich bin nicht ausgewichen. Nein! Oh, was machst du? Was macht der Brudi? Waffen, Waffen, ich brauch Waffen. Ich brauch Bullshit. Waffen, jede Menge Waffen. Alter, das ist. Alter. Nein! Ja! Ja! Wenn du jetzt den Diamanten holst, Brudi. Nein! Nein! Ja! Komm schon! Komm schon! Oh. Ja! Oh Gott. Ja! Ey, das war so spannend gerade. Ich kann kaum was sagen. Alter Schwede. Aber ich hab doch so eine Chance, oder? Nee. Echt, aber warum? Ich verstehe eure Rechnung nie. Nur weil ich habe einen einzigen Punkt verloren. Budi hat zwei Punkte verloren. Ich habe nur gewonnen. Also wie kann, wenn Budi zwei Punkte verliert, ja, ich einen Punkt verliere, der Budi jetzt vor mir sein? Erklär es ich mir. Ich erklär's dir. Also. Oh, steht es wegen den Punkten, gell? Ja. Also. Im Moment, wo es Klick gemacht hat. Krack, krack, stopp! Oh Gott. Es gibt einfach Gründe, warum Budi einfach. Ey, jetzt nur mal ganz kurz, Jungs, du hast gewonnen, du hast zwei, die sind alle happy, ne? Aber jetzt gib's mal ganz kurz zu. Als wir gestern geprobt haben, einmal habe ich dich gut lang gemacht. Oder als wir vorhin noch hier gespielt haben, habe ich auch lang gemacht. Gib's mal zu, als die Kamera nicht anfangen. Nee, das habe ich nie gesehen. Ich habe extra schlecht gespielt. Ich finde auch, du warst schon eindeutig schlechter als ich. Du bist vierter Platz, wir wollten dich nicht noch weiter zerstören. Ja. Ja, gut, hab ich verloren. Ja. Das ist halt echt lame, ihr seid moralisch und es ist einfach. Ich finde auch, gute Gewinner sehen anders aus. Ja. Ja. Also, ist okay. Zum Glück mag man in Deutschland keine Winnertypen. Und immer Power Stone. Ja. Immer ist es dieses verdammte Power Stone. Ich sollte aufhören, das in irgendwelche wichtigen Challenges zu nehmen. Also, halt zweimal genommen, zweimal hat sich für mich als kompletter empfehlen. Ehrlich. Ja. Aber hey, ohne Scheiß, normalerweise hätte ich mir den Boden aufgewischt und das meine ich jetzt wirklich ohne Ehrgeiz und so und ohne Arroganz, ich hätte mir den Boden aufgewischt, aber Tatsache ist, ich bin so nervös gewesen, kannst vergessen. Aber du hast auch wirklich nicht gut gespielt, aber ich habe halt noch beschissener gespielt, wie immer. So. Reicht mir. Ich wollte es nur noch mal sagen, just wanna put it out there. You can take it. Nee, you can stick it in your fucking beep. So. Ja, so fucking hast du nicht gegeben. Das andere war schlimm. Ja, so, das war's. Das war's wirklich, Leute. Ja. Sollen wir kurz noch einmal. Nein! Ey, kann ich jetzt. Ich glaube übrigens, kann ich jetzt diesen Gitterstab hier abnehmen, ja, der die ganze Zeit nur meine. Wie kann das denn sein, wenn er einen Punkt mehr hat als ich und jetzt drei Punkte gemacht hat und ich zwei? Wie kann das dann bitte sein? Lass mich dir das erklären. Also, es gibt drei Leute. Nee, warte, es kann sein. Jetzt fuck. Ich mal klären, kurz ich erkennen. Ja, aber ich hab's gerade gehabt. Nee, ja, ich will's gerne nochmal werfen. Ich kann es irgendwie immer nur nicht glauben. Bist du dir sicher, ja? Habt ihr das alle nachgerechnet? Für mich ist es völlig uninteressant, ehrlich gesagt. 4 Jahre Scheiße endet für mich jetzt. Aber jetzt gehe ich auch. Und ich muss sagen, diese Menschen sind nicht meine Freunde und werden es nach diesem Beef sicher auch nicht mehr werden. Ich gehe zu anderen Menschen, besseren Menschen, hoffentlich.
Nee, ich sag nicht tschüss. Tschüss bedeutet, ich würde vielleicht nochmal wiederkommen. Dann sag ich dir gar nichts. Alien Power Stone gewonnen. Wie lächerlich ist das denn überhaupt? Oh, ganz gut, ne? Ja. So aber ich geh jetzt auch, Nils. Du bist Erster geworden. Ich bin damit immer noch. Ich bin nicht der schlechteste von allen vier Power Stone. Das ist so lächerlich. Und ich krieg. Es, Kamera geht an. Ein bisschen. Und ich krieg von allen auf die Fresse. Es ist, ich hab noch davor mit dem Buddy gespielt und es war so klar und kaum geht die Kamera an. Keine Chance mehr. So lächerlich. Ich krieg's nicht. Ach so, das war nicht mehr die allerletzte Royal Beef Runde. 4 Jahre gehen vorbei. Endlich, endlich, endlich ist der Scheiß vorbei. Endlich. Und das war fantastisch. Ihr habt einen Power Stone gewonnen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Fantastisch. Hätte nicht besser sein können. Mit einem großartigen, spannenden Abschluss als letztes Match zwischen Budi und Simon. Wir werden sicherlich irgendwann mal ein neues Beef machen, aber das kann meinetwegen noch eine Weile dauern. Vielen Dank fürs Zusehen, tschüss.